Liebe Freunde, willkommen in meinem Arbeitsstudio. In diesen Zeiten, in diesen Tagen, die fast alle von uns betreffen, in ihren Auswirkungen, ja, woraus können wir Trost schöpfen? Was kann uns helfen? Was kann uns bergen und aufrichten? Literatur, Familie, Freunde und natürlich die Musik. Und besonders, wie ich finde, die Musik von Johann Sebastian Bach. Dear friends, welcome to my working studio. In these days that affect all of us, almost all of us, what can comfort us, what can support us, help us? Literature, friends, family, and I think especially the music, and maybe most the music of Johann Sebastian Bach, my own arrangement of Jesu, bleibet meine Freude. Another composer I feel a lot of support of at the moment, especially, is Georg Friedrich Händel, the other genius born in 1685, like Johann Sebastian Bach. Ein anderer Komponist, der mir im Moment sehr viel Kraft gibt, sehr viel Ruhe, sehr viel inneren Frieden in diesen bewegten Zeiten, die einen manchmal doch sehr aufbringen, ist Georg Friedrich Händel, das andere 1685 geborene Genie. Lasst hier Kyo Pianga in my own arrangement. Thank you.
Yes, difficult times, but will the sun forget to streak? I don't think so. Georg Friedrich Händel. Dear friends, it's a collateral damage of the government's restrictions against the virus pandemic that unfortunately the Beethoven year got lost. Es ist leider so eine Art Kollateralschaden, fast möchte man sagen, eine Ironie der Geschichte, dass aufgrund der Regierungsverordnungen in allen Ländern gegen die Pandemie das Beethoven-Jahr leider verloren gegangen ist. Und ich möchte doch Beethoven ein bisschen Tribut zollen in diesem kleinen Konzert für Sie, in dem ich mein Lieblingsstück, vielleicht eines meiner Lieblingsstücke von Beethoven für Sie spiele, seit meiner frühen Kindheit eigentlich, das Rondo à la Ingarese quasi un Capriccio. Rondo à la Ingarese quasi un Capriccio, long title, short work,
it's a work of the very young Ludwig van Beethoven, although it has a very high opus number with Opus Posthum 129. Es ist ein Werk des sehr jungen Beethoven. Lassen Sie sich nicht täuschen von der hohen Opus Nummer 129, die ist posthum vergeben worden. Es ist noch aus der Bonner Zeit, als Beethoven noch experimentiert hat, als er auch noch sehr unter dem Bann und dem Einfluss von Georg Friedrich Händel stand. It's from the Bonn time of Beethoven, when he was very much under the influence of Georg Friedrich Händel. So with this piece I send my warmest regards from my heart to you and be well, do the best from that situation and yeah, send my love to all of you und ja, macht es gut da draußen, meine herzlichen Grüße und lasst uns alle versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.